Das letzte Match von Spieltag Nummer 6 fand am Freitagabend in Grünwettersbach statt. Zu Gast waren die Jungs vom TDC Schwalbeberg Neustadt und genau die waren richtig gut drauf. Rassenfoss schlägt Apollonia in 5, Duda schlägt Teodoro in 3 und jetzt also Ricardo Walter mit dem Rücken zur Wand gegen keinen geringeren als Kanak Jar. Walter kommt aber ganz gut rein, macht hier den Punkt zum 4:2, ist leicht vorne im ersten Durchgang. Viel Gefühl, das kennen wir von ihm. 5:3 vorne jetzt. Ja, der letzte Pass nicht mehr ganz am Netz vorbei. Davor hat er wieder unterm Tisch gezaubert hier. Und dann probiert er, den am Netz vorbei zu spielen. 6 beide. War keine leichte Ausgangslage jetzt für den Mann aus Grünwettersbach. Der musste gewinnen, sonst ist das ganze Match hier vorbei. Er hat Satzbälle im ersten, jetzt nur noch 10:9. Aber er holt sich den ersten Satz mit 11:9. Also der vierte Satzball ist es dann gewesen. Der Anfang war gemacht. Und er hat ganz gut nachgelegt. Hatte auch einen guten Start in Satz 2. Ja, den holt er wieder mit viel Touch. Aber jetzt kommt Kanak Jar dann doch besser rein ins Match. Also, Rick Walter war 3:1 vorne in diesem Satz, verliert den dann aber zu 4. Da muss ich, glaube ich, nicht erklären, wer dann richtig aufgedreht hat. Es steht 1:1. Was macht der da manchmal unterm Tisch, fragt man sich. Aber der nächste Ball passt nicht. Den Punkt macht er tatsächlich. Also sind wieder viele Kleinigkeiten mit dabei gewesen. Viel Händchen. Und wieder ist es so, dass Walter die Anfangsphase gehört und Kanak Jar dann nachzieht. Führt jetzt hier durch diesen Punktgewinn mit 9:6. Kommt dem 2:1 immer näher. Hat jetzt die Satzbälle. Ja, und dann ist es das 2:1. Jetzt fehlt Berg Neustadt nur noch ein einziger Satz für einen möglichen 3:0 Auswärtssieg in Grünwettersbach. Wir schauen in Satz 4. Und auch da ist es so, Walter macht diesen Punkt zwar nicht, aber auch in diesem Satz führt er bis zur Satzmitte. Das war jetzt eine starke Rückhand zum 6:3. Jetzt haben wir das 7 beide. War hier der 5. Satz vielleicht doch noch möglich oder geht's an Kanak Jar in 4? Satzball Walter. Aber stark abgewehrt mit dieser Vorhand und jetzt hat er selbst den Matchball. Kanak Jar gewinnt mit 3:1 gegen Ricardo Walter. Damit stand dann auch fest, Berg Neustadt gewinnt auswärts in Grünwettersbach mit 3:0. Alle Spiele live und auf Abruf bei deinen